Liebe Videofreunde, Petri Heil, und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Sammlungs-Overview, mittlerweile Video Nummer 9. Und ja, ich denke mal, nach diesem Video haben wir ungefähr, nee, noch nicht ganz, ja, so 50% werden wir dann haben, wenn das Video hier beendet ist. Also es kommen noch ein paar Teile. Aber an erster Stelle möchte ich mich auf jeden Fall erstmal bei euch bedanken für die ganze positive Resonanz, für das Feedback. Und ja, anscheinend was jetzt doch einige Leute, aber der Angler so im Regal stehen hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst gucke auch sehr, sehr gerne Overview-Videos meiner YouTube-Kollegen. Nicht nur Overview-Videos, auch Update-Videos. Das sind so meine zwei Favoriten, weil so holt man sich doch immer wieder so mal so ein paar Sachen wieder ins Gedächtnis, wo man denkt, ach, den wolltest du doch schon die ganze Zeit mal die Sammlung holen, oder ach, das wollte ich schon immer mal gucken. Und ja, also ich gucke mir das unwahrscheinlich gerne an. Und ich habe auch gesehen, ein paar YouTube-Kollegen, die fangen auch so ein bisschen an mit Overview-Videos. Und ja, ich gucke das gern. Und wir machen dann auch mal direkt weiter. Und immer wieder fallen mir wieder Titel auf, wo ich mir denke, okay, du hast den jetzt auch mehrfach in der Sammlung. Dann kann die Keepcase-Variante verschwinden oder das Steelbook davon oder das Mediabook. Ich denke mal, es reicht langsam. Ich brauche nicht mehr die ganzen Filme doppelt und dreifach in den Player zu schmeißen, weil im Endeffekt kannst du den nur einmal gucken. Also, ja, da sind wir bei dem Thema Klasse. Masse statt Klasse, aber egal. Ist trotzdem ein schönes Hobby. Mir macht das Spaß. Und ich gucke halt gerne halt in meiner Freizeit einen schönen Film. Und ja, die Streaming-Portale sind auch nicht mehr so das, was sie waren. Die Exklusivität des Streamings ist schon lange nicht mehr das, was es mal war. Und natürlich hat man auch das ganze Zeug abonniert, wie Prime, Disney Plus und Netflix. Da kann man jetzt drüber halten, was man will. Ich hatte auch schon Kommentare von wegen, nein, bah, pfui, Angler, hör auf zu streamen. Hin und wieder wird auch mal gestreamt. Und ja, aber ich bin mir noch nicht schlüssig, ein Streaming wird demnächst auf jeden Fall verschwinden, mache ich weg. Ich tendiere dann eher zu Prime, obwohl Prime hat man natürlich die Vorteile als Prime-Mitglied, weil ich festgestellt habe, es sind halt viele Artikel, die du als Prime-Mitglied viel, viel günstiger bestellen kannst. Du hast keine Versandkosten. Ich kann mit DVDs und Blu-rays bestellen ohne Versandkosten. Wenn mein Frauchen da bestellt, sie hat keine Prime-Mitgliedschaft und ich meine, sie hat dann immer Versandkosten für alles, für jeden Rotz und Mums, und hat auch nicht die Angebote, wie ich sie habe. Also Prime, denke ich mal, bleibt. Netflix, oh, also ich bin noch am Schwanken. Entweder verschwindet demnächst bei mir Netflix oder Disney Plus. Ich bin mir da noch nicht so sicher, weil das, was auf Disney Plus kommt, was ich, ja, das hole ich mir sowieso irgendwann auf das, in die Sammlung, das sind dann die Marvel-Filme. Mit den Serien, ja gut, dann habe ich halt Pech gehabt, dann habe ich Gelinde Brigitte, und Netflix, weiß ich nicht. Ich bin da immer noch so ein bisschen unschlüssig, was ist das denn? Ach so, ja, das sind Flecken, Pitum, wenn das einer kennt. Pitum ist so eine Teerpaste, was man unten ans Haus schmiert, und das war dieser Voranstrich. Und dieser Voranstrich, der ist so böse, ist der, den kriegst du von der Haut nicht mehr weg. Ich war jetzt schon dreimal duschen. Das ist wie, das ist ekelhaft, das Zeug. Wahnsinn. So, wir machen mal weiter. Wir sind letztes Mal gekommen bis Film 597. Und jetzt genug dumm Zeug geschwätzt. Wir gehen jetzt einfach mal die Filme so nach und nach durch. Und ja, vielleicht kann ich dem einen oder anderen wieder einen Film ins Gedächtnis holen oder einen dran erinnern, wo der so denkt, ja, brauche ich, ne? Ja. Okay. So, wir holen uns wieder zum Stapel raus, wie man es gewohnt ist. Ja, da haben wir zum Beispiel einen richtig guten Film, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Film, den ich leider nicht aussprechen kann, und ich muss immer wieder feststellen, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Heredity. keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr guter Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ist schon richtig, richtig geile Streifen ist das. So, dann auch ein Film, Erlöse uns von dem Bösen mit dem Eric Banner, mit dem Hulk-Schauspieler. Ist auch schon länger her. Ist auch schon länger her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ich muss mir den definitiv nochmal anschauen. Ich muss mein Gedächtnis auffrischen. Ich könnte jetzt gar nichts darüber sagen. Irgendwas war das mit dem Zoo. Irgendwas mit dem Zoo und einer ist besessen oder eine. Auch so exorzistenmäßig. Und Eric Banner war das jetzt. Ich weiß doch gar nicht mehr. War der FBI-Agent? Oder sowas in der Art? Oder ich weiß es wirklich nicht mehr. So, dann haben wir hier Fluch der Karibik, den Teil 1. Und logischerweise, um das zu beschleunigen, haben wir noch Teil 2, 3 und 4, Fremde Gezeiten. Da gab es noch einen fünften Teil, Salazars Rache. Ja, den hatte ich mir mal sogar am Steelbook gegönnt. Da war der irgendwo mal im Angebot, hey, für 10 € im Blu-ray-Steelbook. Und dann dachte ich, okay, nimm's mit. So, dann Dead Heat. Ja, auch sehr, sehr gut. Das sind so zwei Cops, ist so schon so fast so Action-Komödie-mäßig angehaucht. Der eine stirbt und stirbt der, wird dann zurückgeholt oder infiziert er sich mit dem Zombie-Virus? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der hat sich mit dem Zombie-Virus infiziert und die sind an einem Fall dran und die wollen den noch unbedingt lösen, bevor der Partner auseinanderfällt. So irgendwie war das. Ist aber auch schon ein bisschen länger her, wo ich das Film das letzte Mal gesehen habe. Dadurch haben wir noch so ein bisschen Horroreinlagen, ne? Und gleichzeitig so eine Buddy-Action-Komödie mit Horroreinlagen. Ja, kann man dazu sagen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist aber auch schon sehr, sehr lang her, wo ich das Film das letzte Mal gesehen habe. So, dann hier richtige Trash-Kram-Dingens hier. The Video Dead. Inklusive Bonusfilm. Wusste ich gar nicht. Was für ein Bonusfilm? Shamrock Media, ja, das ist auch so ein Label, wenn die auf der Filmbörse sind, da schlage ich eigentlich immer zu. Da finde ich eigentlich immer irgendwas, was mir Spaß macht. Ja. So, dann haben wir hier Slaughterhouse Rock. Gibt es, glaube ich, noch einen Alternativtitel dafür? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich meine, Horrortrip, ein Horrortrip ins Jenseits. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war doch damit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich wieder irgendwas falsch in Erinnerung habe. Dann eine richtige Kultperle. Flash Gordon. Ja, der könnte eigentlich auch weichen. Davon habe ich mir ziemlich das Steelbook geholt. Den lege ich mal hier hin. Ja, der könnte eigentlich auch weg. So, dann hier ein Film. Randall. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hatte ich mir irgendwann mal geholt. Aber irgendwie nicht. Nie im Player gehabt. Dann der Koloss von Rhodos, ein historischer Meilenstein der Filmgeschichte. Ja, prima, von Sergio Leone. So, dann Pikachu. Und schön sortiert ist das wieder alles, gell? Herrlich, guck mal, der Koloss von Rhodos und dann Pikachu und dann hier Mutant Girls Squad. Ja, da kommt so rein, wie es kommt, ne? So, dann haben wir hier The Born Legacy. Waren das alle Teile oder nur einer? Ne, das war nur der mit Jeremy Renner. Kenne ich mich gar nicht so aus. Ich muss da irgendwann mal gucken. Vielleicht gucke ich mal, dass ich da die ganzen Filme mal zusammenkriege. Was war das? The Born Identität, die Born Vermächtnis, Born, Verhältnis? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwann mal gucken hier. So, dann hier Kontraband, Kontraband, keine Ahnung, mit Mark Wahlberg. Ging es da nicht irgendwas mit Geld schmuggeln? Irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. So, dann haben wir hier einmal The Eye mit Jessica Alba. Ja, tatsächlich. Ja, kann ich momentan auch nicht so sagen. Dann Euro. Nee. So muss ich das machen. So, dann haben wir hier der geilste Tag mit dem Dingens. Wie heißt der? Matthias Schweighöfer. Ja, auch sowas habe ich in der Sammlung.
Total Recall, das Remake, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich mag halt, ja, ich mag halt Colin Farrell. Ja, ich sehe den einfach gern. Ja. Auch wenn ich jetzt seinen Namen nachlesen musste, weil mir sein Name nicht eingefallen ist. Nein, ich gucke den wirklich sehr gern. Also. So, dann haben wir hier Jurassic Predator. Keine Ahnung. Winter's Bone mit Jennifer Lawrence. Dann hier natürlich Man in Black 1, Man in Black 2, Man in Black 3, Man in Black Dingens hier. Ne? Haben wir auch hier stehen. So, dann Christine, ein kleiner Klassiker, Wunderbärchen John Carpenter. Dann Apollo 18, ich glaube, das war ein Found-Footage-Film. Der war eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut. Genauso wie diese hier, Europa-Report. Da sind sie auf irgend so einem Jupiter-Mond und auch ein Found-Footage mit dem Star aus der Millennium-Reihe. Wie heißt er dann? Michael Nonquist oder wie das ausgesprochen wird und Charlton Copley. Eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Film. Sehr, sehr gut. Beide sehr, sehr gut. Waren richtig Spaß. So, dann kommen wir hier in das Fächelchen. Da haben wir einmal hier ein paar Marvel-Animationsfilme. Thor, Tales of Asgard, ja, wie der vom Schwert zum Hammer kam. Glaube ich. Dann Doctor Strange. Dann hier The Next Avengers. Ja. Dann haben wir hier Iron Man. Dann Planet Hulk. Planet Hulk und das einmal Hulk versus Thor und gegen Wolverine. Und wie passend daneben Feuchtgebiete. Da wurde mir immer gesagt, Patrick, Feuchtgebiete, kennst du das Buch? Das musst du unbedingt mal lesen. Unbedingt! Dann sag ich, nee, ich bin zu blöd zum Lesen. Ich warte lieber, bis alles verfilmt wird. Ja, sowas kann man gar nicht verfilmen. Und es wurde verfilmt. Gravity mit Dingens, George Clooney und Sandra Bullock. Ja, mit den Namen ist immer ganz, ganz schlimm. So, dann haben wir hier. Red Riding Hood, ja, war ganz in Ordnung. Ich glaube, irgendwie hat der Film auch total gefloppt. Also, wie ich den damals gesehen habe, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich habe auch sämtlichen Handlungsstrang gar nicht mehr in der Birne. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, wenn ich ihn jetzt gucke, ist das wie eine Neusichtung. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Handlungsstrang war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, dann The Ride oder nur Ride mit dem großartigen Sir Anthony Hopkins. Dann Ethan Locke und Ethan Lake. Die haben zwar nichts miteinander zu tun, jeder Film, das ist so ein richtiger. Ach, wenn du wirklich zu viel gute Laune verspürst, guck dir diesen Film an. Der holt dich runter. Kein Thema, das macht er. Das schafft er auch. Ich mag den Film eigentlich gar nicht so, wie ich ihn das erste Mal den Film gesehen habe. Ich habe Blutdruck bekommen. Da muss ich gerade in die Küche flitzen und muss mir noch so ein Dings, so eine Blutdrucktablette in den Kopf hauen. Kräfte der Natur ist eine richtig schöne BBC-Dokumentation über unsere Mütterchen Erde, über die Natur. Macht richtig Spaß, richtig tolle Bilder. Sowas gucke ich doch ganz gerne. Also mittlerweile habe ich ziemlich viele Dokumentationen auf Blu-ray mir organisiert. Also mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß. Auch meine Jungs, die haben auch mehr Spaß. Also wir sitzen dann stellenweise zu dritt und gucken uns sowas an. Zum Beispiel zum Abendbrot oder sowas. Ja, herrlich. Dann haben wir hier Fluss der Mörderkrokodile. Hatte ich mal ein Mystery-Paket gehabt und habe auch festgestellt, irgendwie, der ist sogar ab 12. Sogar mit Barbara Bach. Keine Ahnung. Hat den noch nie einen Player gehabt. Dann hier Wolverine, Weg des Kriegers und 30 Days of Night, den ersten Teil von der Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile davon gibt. Drei, zwei, vier, keine Ahnung.
Ich hatte mir nur mal den zweiten Teil irgendwo angeschaut. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gestreamt habe, aber der hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen wie der erste. Der erste ist richtig bombig. So, dann haben wir hier Chernobyl, diese Serie, die ist sehr, sehr, sehr aufschlussreich, sehr informativ, auch sehr, sehr erschreckend, wie dumm wir Menschen doch sein können. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, dann haben wir hier Smokey and the Bandit, oder wie heißt das? Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds, der erste Teil. Ich gebe es nicht auf. Ich habe den Film zwar nochmal auf DVD, aber auf DVD habe ich die Trilogie. Kann ja sein, dass ich irgendwann mal die Trilogie bekomme und deshalb bleibt der noch so lang in der Sammlung. Also macht ja auch schon ein bisschen Spaß. Am meisten Spaß macht mir der Sheriff. So, dann haben wir hier Bad Boys, den ersten Teil. Dann haben wir hier natürlich Bad Boys 2 und den weniger tollen Bad Boys 3. Also der hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. War auch in meinen Augen irgendwie total unnötig. Absolut unnötig. Ich hoffe, weil wir wissen ja alle, dass demnächst Lethal Weapon oder Weapon 5 auf uns zurollt. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe irgendwie viel zu viel Angst, dass sie diesen Film in den Sand setzen. Und guckt euch mal an, Danny Glover, ich sehe den unwahrscheinlich gern. Ich sehe den wirklich unwahrscheinlich gern, auch Mel Gibson. Aber Danny Glover, das Rad der Zeit hat an ihm genagt und er ist auch nicht mehr so mobil, wie die das dann halt machen. Wenn sie natürlich ihre Rolle altersgemäß dann spielen, ist das ja alles in Ordnung. Auf jeden Fall, dass die sich nicht mehr mit einer Terroristenbande anlegen können, ist klar. Ich meine, Mel Gibson ist noch ein bisschen fitter unterwegs, aber obwohl eigentlich Mel Gibson ja schon bewiesen hat, er ist ein sehr, sehr extrem guter Schauspieler und auch ein sehr guter Regisseur und auch ein sehr guter Produzent. Also er nimmt das ja jetzt selbst in die Hand und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich finde es halt nur blöd. Es sind zu viele Jahre verstrichen. Warum hat man sich so lange Zeit gelassen? Es ist halt schade. Naja, egal. Wir sind alle gespannt. So, Bad Sitter mit einem fantastischen Jonah Hill. Ich mag diesen Typen. Ich sehe ihn unwahrscheinlich gern. Dieses trottelige kleine, dieser trottelige kleine dicke Junge. Herrlich. Ich sehe den unwahrscheinlich gern. Wenn der da so im Fernsehen, würde ich am liebsten manchmal so aufstehen, wie wenn ich einen Hessensammler sehe. Das ist auch so ein Knuddelbär, der steht mal am liebsten gern auf und am liebsten so in der Fernseher, dem so in der Backe kneife. Herrlich. So, Bad Sitter. So, dann haben wir hier Arctica mit dem Mads Mikkelsen. Auch ein großartiger Schauspieler, sehe ich auch unwahrscheinlich gern. Und deshalb haben wir auch so viel von ihm in der Sammlung, wie zum Beispiel Michael Kohlhaas, auch ein fantastischer Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt sich mal zulegen. Oder vielleicht könnt ihr den für wenig Geld oder für lau sogar irgendwo streamen. Guckt euch den mal an, Michael Kohlhaas oder Arctica. Oder wie Valhalla Rising. Ich höre immer wieder, Valhalla Rising, letzter Dreckfilm, aber von den windigen Reffen. Ist das richtig? Ja, klar, der von der Pascha-Trilogie. Hammer. Valhalla Rising, Hammer. Also dieser Mads Mikkelsen, das ist ein echt großartiger Schauspieler. Ich sehe den unwahrscheinlich gern. Egal, was für ein Film das mit dem ist. Ob das jetzt der Rausch ist oder die Jagd, wo er dieser Kindergartengärtner ist, wo ein Mädchen einfach behauptet, er hat das Mädchen angepackt. Und du kriegst als Zuschauer sofort klargemacht, er hat das nicht getan, er ist total unschuldig. Was für einen schweren Stand er dann in diesem Dorf bekommt. Eigentlich sagt man dann zu Recht, aber du kriegst halt als Zuschauer vermittelt, dass er unschuldig ist. Und dieser Film ist unglaublich gut. Eine Schauspielleistung von Mads Mikkelsen, Wunderbärchen. Ich sehe den unwahrscheinlich gern. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich Mads Mikkelsen gerne sehe. Ich habe auch einen Western-Film von dem, der ist eigentlich sehr, sehr gut. Wie heißt er denn? Die Vergeltung? Ihr wisst, welchen ich meine. War der nicht schon? Ich glaube, der war schon in einem Overview-Video. Also wie gesagt, Mads Mikkelsen, egal was der Mann anpackt, egal welche Rolle er übernimmt,
Er ist einfach ein guter Schauspieler. Auch bei King Arthur, da hatte er nur eine kleine Nebenrolle. Herrlich. Ja. So, dann Vampire, der erste Teil. Auch dann irgendwann ungeschnitten in einer offiziellen VÖ. Irgendwas war doch damals mit dem Film irgendwie schlecht ranzukommen oder immer nur geschnitten und jetzt ungeschnitten FSK 16. Ja, so viel dazu. Dann Dracula Untold mit Luke Evans. So, dann haben wir hier noch Love and Monsters. Ja, den habe ich schon mal im Update-Video präsentiert. Der musste da oben weichen, wo er vorher war. Da muss ich jetzt hier eine Lücke füllen, weil da was anderes da oben dazu kam. Ich hatte mir doch Dings organisiert. Tanz der Teufel, Evil Dead von 2013, diese Unrated-Fassung. Und da musste der weg, damit der andere neben den anderen Tanz der Teufel-Filmen steht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist halt das Problem, wenn man so nach Nummern sortiert, gell? Aber trotzdem habe ich eigentlich ziemlich gut den Überblick. Ich weiß eigentlich ganz gut, wo jeder Film steht. Dadurch, dass ich so oft hier in diesem Raum bin, weiß ich eigentlich fast immer, wo meine Filme stehen und wo ich hinzupacken habe. Und das ist ja auch das Schöne dabei. Manchmal suchst du ziemlich hier einen Film. Ich weiß ja nicht hundertprozentig, wo alles steht. Aber stellenweise kommst du ins Zimmer, dann suche ich einen Film und bei der Suche fallen mir dann wieder andere Filme auf, die ich dann vielleicht anstatt des einen Films dann doch den anderen schaue. Das ist halt immer wieder schön, ne? Ja, das war's auch schon wieder mit meiner Sammlungsoverview Nummer 9 und vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sind heute nur zwei Fächer weit gekommen. Ich denke, beim nächsten Video nicht so viel beim Zeugschwätzen, Angler. Da muss man ein bisschen mehr Gas geben und ja, freut mich auf jeden Fall wieder, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Filmangler Horido. Prime.